Besonders interessant sind die Fälle, in denen Verbraucher DSL-Verträge unterschrieben haben und fragen dann nach einem Widerrufsrecht. In dem uns kürzlich erzählten Fall ist ein Verbraucher in ein Unternehmen hineingegangen und hat dort auf einem Pad einen DSL-Vertrag unterschrieben, merkte so dann, das war eigentlich ein anderer Vertrag, den ich unterschreiben wollte. Er fühlte sich auch schlecht beraten. Er fragte dann, welche Möglichkeiten habe ich? Habe ich insbesondere ein Widerrufsrecht? Ein Verbraucherwiderrufsrecht besteht in der Regel bei Fernabsatzverträgen oder bei Haustürgeschäften. Ein Fernabsatzvertrag sind Verträge, die man übers Internet oder über das Telefon abschließt. Ein Haustürgeschäft sind solche Geschäfte, die man eben nicht im Unternehmen des Unternehmers abschließt. Man sagt hier, man hat hier diesen Überrumpelungseffekt und deswegen gilt der Verbraucher als besonders schutzwürdig. Hier in dem Fall hat natürlich der Verbraucher genau im Unternehmen den Vertrag abgeschlossen, aber wenn man vor der Tür von den Unternehmen angesprochen wird, von Animateuren, von Verkäufern und quasi in das Unternehmen hineingezerrt wird, in die Verkaufsräume und dort unterschreibt, gilt auch das Haustierwiderrufsgesetz. Hier hat also der Mandant ein Widerrufsrecht. Das ist immer 14 Tage, nachdem einem die Widerrufsbelehrung zugegangen ist. Ganz wichtig ist, dass man die Widerrufsbelehrung schriftlich abfasst.